Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Irgendetwas ist merkwürdig hier in diesem Reich. Wir wissen noch nicht genau was, aber es ist etwas im Gange. Zum Glück haben wir einen ersten Verbündeten, nämlich den Grafen Camillo aus der Grafschaft Holm. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut hier auf der Karte. Was ich sehr schön finde, ist, dass alle Grafschaften, die in der Geschichte eine Rolle spielen, auch hier zu finden sind. Also hier haben wir Kurpfalz und wenn wir weiter gucken, haben wir hier Holm. Und auf der anderen Seite hier, da ist Tarasso, das ist auch schon erwähnt worden, weil hier irgendwie eine Sekte stark wird und Bardani ist hier weiter unten. Das ist sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr nachvollziehbar, die Welt hier so zum Leben zu erwecken. Gut, also unser Bruder möchte jetzt mit dem Grafen Camillo nach Holm, um dort diese Rebellion zu bekämpfen. Und wir sollen ihm helfen, indem wir 100 Bögen bereithalten, bevor Runde 3 endet. Das sollte kein Problem sein. Die Frage ist, ob wir das nicht auch ein bisschen rauszögern, dass wir wirklich, naja, dass wir die 100 dann in der dritten Runde haben, um vielleicht in der Zeit noch ein paar andere Sachen aufzubauen. Wir gucken mal. Also, was produzieren wir hier pro Runde? An Bögen 23. Ja, so viel Zeit können wir uns nicht lassen. 46. Ja, das ist tatsächlich, wenn wir zwei Leute arbeiten lassen, sind das drei Runden, ne? So, für Villain 32, ich würde sagen, er bleibt dann da stehen, aber wir haben noch weitere Bauern, die was machen können, das ist gut. Ich bin ein bisschen am Überlegen. Also, ich würde eigentlich gerne, um flexibler zu sein, eine zweite Schmiede haben in Perlenbach. Dann können wir, ja, dann können wir parallel arbeiten. Zum Beispiel, eine Schmiede macht die Waffen, die andere die Rüstung oder so. Das gefällt mir ganz gut. Wir gucken mal. Das Problem ist, hier brauchen wir aber eigentlich auch Wohnraum. Aber ich glaube, die Schmiede bringt auch Wohnraum. Kostet auch, kostet 200 Holz. Ja gut, können wir uns aber leisten. Ich würde sagen, wir machen das. Wir bauen hier die Schmiede auf und packen, wie lange, 0 von 6. Wir wollen das relativ schnell haben, würde ich sagen. Dann packen wir alle drei da rein. Okay, das ist hier schon angesehen, da können wir eh nichts machen. Ich habe nämlich überlegt, wir müssen auf jeden Fall mal drei Bauern hier haben. Bei der nächsten Saison brauchen wir da mehr und die beiden sind hier bei den Rindern. Das ist soweit okay. Gut, also ihr baut die Schmiede auf, ihr macht Bögen, wir haben immer noch drei Leute hier. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall, ich hätte die auch da abziehen können, ne? War natürlich Quatsch. Wie sieht es hier aus mit Wohnraum? Da ist noch ganz schön Luft. Dann würde ich sagen, produzieren wir lieber weiter. Holz ist immer am knappesten. Und Eisen wird, naja, wir gehen mal da noch ein bisschen hin. Okay, so kann das laufen. Schafe konsumieren wir im Moment nicht. Das ist in Ordnung. Wie groß kann die Herde werden? Was? 1500? Warum jetzt so groß? War das nicht vorher weniger? Okay. Ja, dann lassen wir die Schafherde noch ein bisschen wachsen. Was ich aber gerade bemerke, unsere Armee ist gar nicht mehr da, ne? Die ist wahrscheinlich erstmal aufgelöst worden. Gut. Dann haben wir alles getan und wir können weitermachen. So, passiert hier irgendwas? Ach, da drüben ist ein Bettler gekommen. Was? Wir haben eine Rauschbrandepidemie. Die Hälfte aller Rinder und Schafe ist verendet. Wie schrecklich. Oh nein, okay. Jetzt haben wir nur noch 250. Gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wolle ist im Moment nicht das große Thema. Bettler sind hier ein bisschen unangenehmer, aber wir arbeiten ja schon daran. Oh, die Bevölkerung hat aber sehr stark gewachsen hier nochmal. Wir arbeiten ja schon daran. In der nächsten Runde kriegen wir immerhin 250. Das reicht dann immer noch nicht. Müssen wir immer noch weitermachen. Naja. Gut, unser schöner Rinderbestand. Wie traurig. Okay, Geld haben wir aber gut. Das gefällt mir. Holz, würde ich sagen, machen wir auch nochmal. Volle Socke weiter. Ja, nee, mit dem Rest bin ich zufrieden. Ja, und in Runde 3 werden wir dann die Bögen haben. Bevor Runde 3 endet, ja, haben wir. Kein Problem. Hier bleibt erstmal alles so, wie es ist. Ihr baut. Okay, weiter geht's. Oh, wen haben wir denn hier? Joan. Tancred geht gerade die Berichte einer Patrouille durch, als seine Mutter ihn zur Seite nimmt.
Ich habe von dem Sefaru-Mädchen gehört, welches unser Korn stehlen wollte. Ava schaut ernst. Du hättest sicher gehen sollen, dass sie nicht entkommt. Jemand wie sie bedeutet nur Ärger. Gerade als Tankred antworten will, hört man draußen laute Rufe. Ritter reiten unter Camillos Banner in den Burghof. Sie eskortieren eine purpurne Sänfte mit reichem Ornat. Mal sehen, ob dein Bruder ein besseres Händchen bei den Frauen hat als du, seufzt Lady Ava. Auf dem Weg zum Innenhof treffen sie einen sichtlich nervösen Rickard. Kommt, ich möchte euch Lady Joanne vorstellen, sagt er eilig und winkt ihnen, ihm zu folgen. Eine junge Frau steigt aus der Sänfte. Der Tannheimer Schlamm an ihren Schuhen lässt sie eine Grimasse ziehen. Als sie jedoch Rickard sieht, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Lady Joanne grüßt Ava. Willkommen auf Burg Tannheim. Die junge Frau macht einen Knicks. Seid gegrüßt, Gräfin Ava. Ich freue mich, euch endlich kennenzulernen. Ava nimmt sie am Arm. Kommt hinein und wärmt euch auf. Ihr müsst mir alles von eurer Zeit am Hof des Kaisers in Gothica erzählen. Okay, es scheint einen anderen Kontinent zu geben. Und der heißt Gothica und da gibt es einen Kaiser, während hier auf unserem Kontinent nur diese Grafen existieren. Ne? In den folgenden Tagen ist sein Bruder kaum zu gebrauchen, wie Tankred findet. Rickard und Joanne verbringen viel Zeit miteinander, genervt von den schlechten Gedichten und dem schiefen Minnesang, mit dem Rickard um Joanne wirbt, zieht er sich lieber zu den Pferden im Stall zurück. Joanne hingegen scheint Rickards fehlendes künstlerisches Talent nichts auszumachen. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie und ihr Vater wieder nach Megino müssen, denn die Belagerung von Holm muss vorbereitet werden. Traurig verabschieden sich Rickard und Johann. Okay, warte mal, das ist gar nicht der Graf von Holm, das habe ich durcheinander gebracht, sondern die wollen nur Holm von den Rebellen erobern. Vielleicht gehörte ihnen das mal. So, gut. Wir bleiben aber weiter bei unserer Mission. Die Schmiede ist erstmal fertiggestellt. Sehr schön. Damit sind die Bettler erst einmal verschwunden, aber nur erst einmal. Okay, jetzt wird die Ernte eingefahren. Das reicht ja hier locker. Und hier ist es immer sehr knapp. Schaut mal, jetzt waren nur 60 übrig. Wir müssen auf jeden Fall 3 dann ab Winter hier nutzen. Im Übrigen ärgere ich mich ein bisschen über mich selbst. Ich hätte anstatt Rinder hier anfangen sollen mit der Pferdezucht. Aber jetzt will ich die Rinder auch nicht irgendwie schlachten oder so. Aber nur mit Pferden kriegen wir ja Ritter, ne? Na, mal sehen. Vielleicht haben wir irgendwie die Gelegenheit, nochmal ein anderes Feld zu bewirtschaften. Im Moment ist das nicht der Fall. So, hier ist ein neuer Bauer dazugekommen. Auch gut. So, ich bin am Überlegen. Wir müssen natürlich jetzt weiter produzieren. Fernwaffen. Und ich würde sagen, hier muss natürlich jetzt in der Schmiede auch gearbeitet werden. Fangen wir mal mit Gambesons an, vielleicht um mehr Armbrustschützen herzustellen, dass wir da einfach einen kleinen Vorrat haben. -2, das verbraucht natürlich auch eine Menge, ne? +30 ist aber ordentlich. Packen wir noch einen zweiten da rein. So. Okay. Die machen das weiter. Wir könnten ihn jetzt hier zu den Schafen stellen. Ich bin am Überlegen. Also wir müssen aber eigentlich hier dringend weiterbauen, um ehrlich zu sein. Wir gucken mal, wir brauchen jetzt irgendwie mal Wohnraum. Vielleicht direkt mal Wohngebäude. Könnten wir uns erlauben. 230 Holz haben wir. So, und dann packen wir euch da rein, um das zu bauen. Fortschritt 0 von 4, das ist doch in Ordnung. Theoretisch könnten wir natürlich die beiden Schmiede auch noch da reinpacken. Ja, aber wenn das in 2 Runden erst fertig ist. Wer weiß, wozu wir jetzt noch die leichte Rüstung bald brauchen werden. Ist schon gut, ein bisschen Vorräte zu haben, würde ich sagen. So, Holz ist immer ein bisschen wichtiger im Moment als Eisen. Jo, und den packen wir einfach hier mit zu den Schafen hin. Dann verlieren wir nicht zu viel Wolle. Ja, das ist doch gut. Okay. Warte mal, Runde 3. Scheitert jetzt das Ganze? Habe ich mich getäuscht?
Okay. Okay, ich glaube, es ging gerade noch mal so gut. Ich hatte jetzt plötzlich Angst, dass ich mich verrechnet habe. Ja, habe ich aber eigentlich auch. Ich hatte. Ja, wir hatten eigentlich nur zwei Runden Zeit nach meiner Wahrnehmung. Aber es scheint gerade so geklappt zu haben, wie es aussieht. Die neuen Truppen sind gut ausgerüstet und bereit. Rickard wendet sich an Tancred und bedankt sich für die gut ausgebildeten Schützen. Gut gemacht, Tancred. Das wird Graf Camillo erfreuen. Wünsch mir Glück gegen die Rebellen in Holm. So, die Bevölkerung in Tannheim schrumpft. Warum? Ja, möglicherweise, weil jetzt Truppen weggegangen sind. Bevölkerung Perlenbach geschrumpft. Könnte sein, dass es jetzt irgendwie durch die Story beeinflusst war. Bin mir nicht ganz sicher, aber möglich ist es. Gut, das heißt, wir haben wieder einen Bauern erst einmal verloren. Und jetzt ist die Frage, wofür arbeiten wir jetzt, ne? Das werden wir wahrscheinlich bald erleben. Dann müssen wir gucken, wie nutzen wir jetzt die Zeit am besten. Er macht weiter Fernwaffen. Wollen wir das? Ich würde sagen, wir schwenken mal ein bisschen um und gehen hier mal auf Schwerter. Und das machen wir hier auch. Wir schwenken auch hier um und gehen auf Rüstungen. 22, 28, okay. So, hier wird ausgesiebt. Hier war jetzt wichtig, dass wir einen zweiten Bauern haben. Aber die müssen weiterbauen, das geht nicht anders. Dann nehmen wir mal einen von den Viehhütern dort weg. Dritten Bauern, genau. Ja. Das passt so. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Interessant. Wohngebäude ist hergestellt. Ja gut, es muss ja jetzt irgendwie auch ein bisschen Zeit vergehen, ne? Die werden nicht innerhalb einer Jahreszeit da diese Belagerung vermutlich beendet haben. Soweit so nachvollziehbar. Okay, wir haben hier einen guten Puffer an Wohnraum. Ich würde sagen, wir stellen auch weiter einfach mal Waffen her. Und hier ist zu Ende gebaut worden. Das heißt, auch hier haben wir jetzt einen schönen Wohnraumpuffer. Prima. Ja, wir können überlegen, ob wir weiter investieren, weiter irgendwas bauen. Was würde sich anbieten? Eine Kirche, eine Schenke, die nutzen wir eigentlich kaum. Ein Badehaus klingt irgendwie schon interessant. Das würde ich dann aber hier in unserer Hauptregion machen. Klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Luxusobjekt. Wer weiß. Platz für 500. Brauchen wir eigentlich platzmäßig nicht. Wisst ihr was? Wir werden noch mal eine Runde abwarten und ein bisschen Ressourcen ansparen. Nehmen wir vielleicht auch von dort ein wegbringen, dorthin, um hier ein bisschen Plus zu haben. Möglicherweise brauchen wir sie demnächst. Wer weiß, was hier ansteht. Aber die drei Bauern, die sollten wir natürlich irgendwo hinbringen. Hier oben kann auf jeden Fall ein bisschen Steine gemacht werden. Einer kommt zu den Rindern zurück. Und der andere produziert dann weitere Rüstung hier. Plus 44, das passt ganz gut, wenn wir da ein bisschen aufholen. Jawohl, alle haben Arbeit, es kann weitergehen. So, jetzt mehr Flüchtlinge. Eines Tages stehen wieder Menschen vor den Toren Tannheims. Es sind mehr Vertriebene aus dem Osten. Sie sagen, sie seien aus St. Ormu, wo die Rebellen die Macht an sich gerissen haben. Sie sehen hungrig und verzweifelt aus, aber die Menschen in Tannheim stehen immer mehr neuen Flüchtlingen äußerst kritisch gegenüber. Was sollen wir mit ihnen machen, Sir? Fragt der Hauptmann der Wache. So,
Ah, wir haben wirklich viel Platz. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Minus 10 Zufriedenheit, das können wir auch abfangen. Ich würde sagen, das machen wir. Zumal Bevölkerung ja eigentlich was Gutes ist. Okay, und die Geburtenrate, die erhöht sich auch noch dramatisch. Okay, wir haben doch nicht so viel Platz. Hä? Okay, wahrscheinlich durch die Geburtenrate. So, dann wissen wir schon, hier müssen wir jetzt wieder agieren und wir brauchen dementsprechend. Ja, vielleicht machen wir gleich, wenn die Leute unzufrieden sind, machen wir jetzt mal gleich das Badehaus. Da kriegen wir nämlich 500 Einwohner und verbesserte Gesundheit. Ja, okay. Zufriedenheit nur, Moral nur der Armeen, aber egal. Wir bauen das. 0 von 6, das heißt, das passt perfekt. Ihr drei kommt hier mit rein. Und dann ist das in zwei Runden gebaut. Im Zweifel können wir die Zufriedenheit immer durch eine Reduzierung der Steuern erhöhen, denn unsere Einnahmen sind wirklich sehr, sehr anständig. Okay, ich bin am Überlegen. Wir haben 68, 70. Das ist erstmal auch eine schöne Grundlage. Man könnte sich überlegen, ob man jetzt ein bisschen umsteigt auf Speere, damit wir da auch noch eine Reserve haben. Und ich würde sagen, aber, also falls wir mal Reiter etablieren, dann brauchen wir, glaube ich, was brauchen die Reiter eigentlich für Waffen? Gute Frage, ne? Wenn ich jetzt mal hier das mir mal angucke, ich will es mal ausprobieren. Die Kavallerie, was braucht die? Die braucht vor allem Pferde, ja, logisch. Aber wo sehe ich, was sie sonst noch braucht? Deswegen kann ich sie nicht ausrüsten. Gibt es da irgendwie eine Info? Welcher Truppentyp was benötigt? Weil ich bin mir nicht sicher, ob die brauchen die Speere und Rüstung oder was brauchen die? Ah, es gibt zwei Arten von Kavallerie. Es gibt Ritter und Kavallerie. Kavallerie hat 9,4 und Ritter hat 13, 15. Wow. Okay, es sieht fast so aus, die sind wahrscheinlich leicht gerüstet, die brauchen nur Speere und das, während die Ritter, die werden das auch brauchen und wahrscheinlich auch Schwerter. Aber gut, wir sind da noch sehr weit entfernt von irgendwelchen Pferden, insofern brauchen wir uns da nicht so viel Gedanken gemacht. Insofern machen wir jetzt Folgendes: Wir werden hier. Aber wir bleiben mal bei der Rüstung. Finde ich gar nicht so schlecht. Gut. Okay. Nächster Check. Da wird gebaut. Holz kriegen wir dazu. Eisen auch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier bleiben wir so. Wir können noch einen irgendwo einsetzen. Im Moment wollen wir hier nicht bauen. Wobei, auch hier ist es schon wieder knapp mit der Bevölkerung, wie ich sehe. Eigentlich müssen wir auch hier schon wieder was tun. Die Schenke ist auch ganz praktisch, sehe ich gerade, bringt auch 500 Einwohner. Wir können leider nichts bauen, weil uns es an Holz fehlt. Ja gut, dann ist es, wie es ist. Dann bauen wir so lange oder werden ihn hier zu lange zur Viehweide schicken. Und mach mal hier einen kleinen Schlenker. Ah, minus 38 gefällt mir auch nicht. Wir müssen halt ein bisschen mehr Holz haben. Doch, wir machen das mal für eine Runde und beenden diese Runde. Sie kommen. Eines Abends kommt ein müder Reiter in abgewetzter Kleidung nach Tannheim. Es ist der junge Sir Damian Regis, der mit den anderen Gefährten ausgeritten war, um den Anführer der Banditen aufzuspüren. Ava lässt ihm Wein aus dem Keller bringen und er leert den Becher durstig in einem Zug. Den Anführer konnten wir bisher nicht finden. Es ist, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Dabei müsste ein einäugiger Bandit mit großem Schwert doch leicht zu finden sein. Aber niemand will ihn gesehen haben.
Er schüttelt den Kopf. Ich komme gerade aus den östlichen Provinzen. Die Lage dort ist außer Kontrolle. Die Anführer der Rebellen sammeln viele Arme und Verzweifelte um sich und rüsten sie mit Waffen aus. Die Aussicht auf fette Beute hält sie zusammen. Alle Adligen sind entweder geflohen oder wurden gefangen genommen. Wir haben uns aufgeteilt, um auch die anderen Grafen zu warnen. Er schaut Tankred an. Ihr solltet mehr Palisaden um das Dorf errichten lassen. Das wird euch Sicherheit geben. Er leert einen weiteren Becher und steht auf. Lady Ava, ich werde weiter nach Kurfels reiten und die Hugenberes warnen. Sie mögen nicht unsere besten Freunde sein, aber wir haben jetzt alle einen gemeinsamen Feind. Gräfin Ava nickt und gibt ihm noch einen Beutel mit Goldstücken mit. Okay. Um Tannheim zu schützen, sollte Tankred mindestens 4 Palisadenwälle bauen, bevor Runde 11 endet. Wälle brauchen 2 Runden, um fertiggestellt zu werden. Aber wartet mal, aus Osten ist doch hier. Sollten wir dann nicht lieber Perlenbach schützen? Das ist möglicherweise die Armee. Nee, das ist ein Bauer nur. Oh, hier haben wir eine Armee, die uns entgegenzieht. Das sieht eher so aus, als sollten wir nicht die Mauern bauen, sondern eine Armee ausheben. Ich tendiere auch dazu, das schon mal zu machen, würde ich mal sagen. Ich bin mir nicht sicher. Die Sache mit dem Palisadenbau ist mir tatsächlich noch nicht so ganz klar. Wir probieren das mal, beziehungsweise, was habe ich jetzt gemacht? Ich mache hier gar nichts jetzt. Verbessern? Oh, was habe ich getan? Verbessern erhöht die Anzahl an Schmieden auf 6. Das wollte ich nicht. Kann ich das abbrechen? Ah ne, ich kann einfach irgendwie weiter schmieden, ne? Oh oh, ich habe Blödes getan. Ich dachte, hier käme ich noch in ein anderes Menü rein. Das war so ein bisschen das Problem. Kann ich das hier nochmal beenden? Indem ich jetzt zum Beispiel... Nee. Ich glaube, die Verbesserung ist gestartet. Und jeden Bauer, den ich da reinsetze, der produziert leider jetzt nichts. Oh, wie unangenehm. Ja, weil ich nämlich dachte, genau, schaut mal hier, kann nämlich auch eine Palisade rumbauen. Und ich hätte erwartet, dass ich auch um die Schmiede eine bauen kann. Kann ich aber offenbar nicht. Okay, dann lass uns einfach hier noch eine zusätzliche Palisade bauen. Ah, okay, wartet mal, ein Holz... Was? Ein Holzwall kostet 2 Bauzeit. Oh, krass. Das nimmt ja wahnsinnig viel Holz mit. Ist ja Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir hier eine angefangene Baustelle und da eine angefangene Baustelle. Toll. Toll gemacht. Was kann eigentlich dieser Turm? Zeigt Informationen über nahe Armeen und umliegende Regionen. 700 Holz. Wahnsinn. So, jetzt haben wir natürlich, also jetzt haben wir das Problem, dass wir eigentlich jetzt diese Schmiede ausbauen müssen, damit wir wieder handlungsfähig werden. Das heißt, hier muss mal ein fetter Einsatz kommen, würde ich sagen. Und wir sollten auf jeden Fall schon mal so weit Truppen ausheben. Und einen müssen wir noch rüberbringen. Der kommt noch rüber. Dann ist in der nächsten Runde die Schmiede zumindest ausgebaut. Ja, ich meine, das macht man nur, um, wenn ich es richtig verstanden habe, dort 6 Schmiede anzustellen. Das ist für uns noch überhaupt nicht nötig. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ich würde sagen, wir heben schon mal eine Armee aus. Also, wir nehmen keine Bauern. Ich finde Bauern irgendwie nicht so toll. Wir nehmen mal so viel es geht von den Armbrustschützen. So. Was noch über ist, das nehmen wir für die Speerkämpfe. Also was noch über ist für die Rüstung, meine ich. 30. Und der Rest werden dann die soliden Schwertkämpfer. 70. Das ist doch schon mal ordentlich.
dann haben wir im Prinzip alles verbraucht und können das uns neu überlegen, wie wir weitermachen. Okay, wir erstellen mal die Armee. Und das wird aber noch nicht reichen, ne? Einige. Klingt irgendwie viel. So, wir gucken aber auch nochmal, wie wir unsere Erfahrung einsetzen können. Oh, schaut mal. Ah, wir starten wieder von vorne. Interessant. 561 ist eine Menge. Vielleicht gucken wir uns mal die zweite Reihe an, was da so cooles ist. Trifft einen zufälligen Gegner irgendwo auf der Karte? Hm. Schutz vor Fernkampfschaden, 70%. Zwei Angriffe lang. Das gefällt mir gut. Und Erstschlag, das ist ja auch gut, ne? Sammeln, Moral. Höhere Initiative kann auch ganz cool sein. Leitern. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht. Aber ich will mal in Richtung Erstschlag gehen. Wir machen mal Schilde hoch und schalten dann Erstschlag frei und nehmen uns die Erstschlagkarte mit hinein. Dann natürlich auch Schilde hoch, wenn wir es schon gekauft haben. Dann nehmen wir das und das mit rein. Dann haben wir noch 200 übrig. Das sorgfältige Zielen gefällt mir eigentlich auch. Und das andere können wir uns nicht mehr leisten. Gut, dann haben wir hier ein Set. Immerhin. Okay. Eine erste Armee. Und ich würde sagen, die ziehen wir auch schon mal dem Gegner entgegen. Wobei, vielleicht ist es besser, wenn wir wirklich hier verteidigen auch. Dann können wir nämlich vermutlich die Mauern nutzen, um in Deckung zu bleiben. Ja klar, das ist ja auch der Sinn von so einer Burg, ne? Kann ich das nochmal zurücknehmen hier? Ja, kann ich. Immerhin das. Okay. So, die rote Umrandung zeigt mir an, dass wir Schafe verlieren werden. Dadurch, dass ich den dort abgestellt habe. Aber wir brauchen auch Holz. Um die Palisade zu vollenden. Na gut, gucken wir hier mal weiter. Die Frage ist, wir haben jetzt noch 42 schwere Rüstungen. Dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir einfach erstmal zur Ergänzung noch die dazugehörigen Schwerter herstellen. Minus 41. Auch das wird jetzt knapp. Okay. Ja, aber wir lassen das so. Und gehen weiter. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grunde wir diese Aufgabe schon erfüllt haben. Wie es kommt, dass wir schon zwei Palisaden haben. Ich habe zumindest nichts gebaut. Und naja, sie kommen. Tankred hat es rechtzeitig geschafft, die Welle zu errichten. Die Menschen in Tannheim fühlen sich sicherer. Vigri in Not. Eines späten Abends, als Tankred über den Karten grübelt, merkt er, wie jemand in sein Zelt tritt. Hinter ihm am Zelteingang steht das Mädchen Hedi, das sein Korn stehlen wollte. »Ich hoffe, eure Mutter hat euch nicht zu sehr gescholten, dass ihr mich habt entkommen lassen«, sagt sie und lächelt. Tankred ist verärgert. »Es wäre wirklich angebracht, wenn ihr nicht ständig irgendwo einbrechen würdet.« Hedi schaut unschuldig. »Ich habe nur euren Wachen gesagt, dass ich die Magd der Gräfin Ava bin und eine Nachricht für euch habe. Da haben sie mich reingelassen. Anscheinend flößt die reine Erwähnung eurer Mutter den Menschen Respekt ein.« Tankred muss sich davon abhalten, zustimmend zu nicken. »Ja, was wollt ihr hier? Ihr wisst, dass es gefährlich ist, in einem Feldlager herumzuschleichen.« Hedi setzt sich auf die Rüstungstruhe. »Ich wollte euch nur eine wertvolle Information geben. Die Kultanhänger sind nach Vigri gekommen und haben die Macht an sich gerissen. Die Menschen haben den Grafen und seine Familie eingesperrt, weil er ihnen zu viel Zehnt abgepresst hat. Aber Vigri zu befreien, könnte euch vielleicht helfen. Es gibt dort eine Schmiede.« »Ja, noch eine? Wir haben schon zwei.« »Naja«, Tankred zögert. »Wie kommt es, dass ihr euch an mich wendet?« Hedi schaut aus dem Zelt hinaus, als ob sie etwas gehört hätte. »Der Graf von Vigri war ein Menschenschinder. Aber die Bauern dort waren immer gut zu den Weisen und mir. Ich weiß, ihr hegt einen besonderen Groll gegen den Kult. Deswegen bin ich zu euch gekommen.
Sagt mal, ist der Kult eigentlich was Schlechtes? Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, dass der Kult vor allem dort eingegriffen hat, wo die Grafen besonders übel waren. Vielleicht ist er gar nicht so übel. Könnt ihr mir mehr über den Kult sagen? Fragt Tankred sie. Hedi nickt. Der Kult folgt einem Mann aus St. Ormu. Er nennt sich Priester Gerard. Sie wollen eine neue Gesellschaft des reinen Glaubens. Er verspricht eine Welt, in der alle Menschen vor Gott gleich sind. Aber bevor das geschehen kann, muss der Adel und der Klerus gereinigt werden. Ja, hat auch eine gewisse Logik. Gerard soll ein ehemaliger Pilgerritter sein, der nach dem letzten Krieg aus den Heiligen Landen hier nach Oberlang gekommen ist. Aber mehr weiß ich nicht. Tankred überlegt, ich kann nichts versprechen. Mein Bruder und ich sind dabei, auch Holm von einem Aufstand zu befreien. Ich werde es versuchen, antwortet er. Hedi nickt wieder und steht auf. Für die Waisenkinder ist Vigri und die Herzlande zu gefährlich geworden. Wir werden versuchen, Richtung Norden zu ziehen, über die Berge. Ich kenne die Wege und Pfade dort. Auf Wiedersehen, Tankred von Tannheim. Kommt mich doch einmal im Norden besuchen, wenn ihr mal wieder Zeit habt, nach diesem Krieg. Mit einem Lächeln verabschiedet sie sich und verschwindet in der Nacht. Ein Krieg in einem weit entfernten Land zwingt die Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Plus 250 Bevölkerung. Gut, dass wir gerade hier das Badehaus gebaut haben. Und bitte entschuldigt meine stimmliche Verfassung. So, aber was nun? Die Armee, schaut mal, die Armee, das war erst Vigri. Ich hatte irgendwie fälschlicherweise gedacht, die werden schon kurz vor unseren landen. Okay, das heißt, die haben Vigri erobert, werden jetzt in Runde 9 hier sein und in Runde 10 uns vermutlich hier angreifen, schätze ich mal. Fortschritt 2 von 3. Okay, wir hätten 3 Bauern reinsetzen sollen. Gut, aber immerhin ist das zu Ende gebaut. Ist die Frage, ob ich jetzt noch die Palisade weiter errichten sollte. Ah, ich verstehe, man kann dann die Palisaden um die quasi den äußeren Stadtring auch machen. Das ist ein ganz cooles System, ja. Ja, ich würde sagen, wir investieren. Naja, wir müssen eigentlich das Holz investieren hier in unsere Waffen, ne? Okay, wir haben jetzt hier nochmal hergestellt. Dann ändern wir das jetzt in Richtung. Ich denke, ich würde meine Speerkämpfer hier nochmal weiter ein bisschen ausstatten. Wir brauchten natürlich dann auch wieder leichte Rüstung. Können wir dann aber erst in der nächsten Runde wieder starten. 158, das reicht vielleicht dann noch für ein Holzwall. Der aber erst in 2 Runden fertig ist, ne, wie wir gelernt haben. Egal, ich errichte ihn trotzdem. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt hier, um dieses Wohngebäude, das Ding zu bauen. Aber ich denke, in der Schlacht wird man ja diese Palisaden dann nutzen, ne? Dann hätte ich wahrscheinlich doch erst das hier umzäunen sollen. Aber es ging ja nicht. Das wollte ich ja mit Rechtsklick machen. Naja, gut. Wie auch immer. Oder könnte ich eigentlich, wenn ich jetzt hier die Palisaden nehme? Ach, verdammt! Da bin ich einfach im Baumodus. Ich verstehe. Okay, das war ein Interface-Problem. Man muss nicht in dem Feld, wo man die Palisade bauen will, hier diesen Wallmodus aktivieren, sondern kann das irgendwo machen und dann überall die Palisade bauen. Okay, das erklärt es jetzt. Nachvollziehbar. So, was machen aber die beiden jetzt hier? Zweifel einfach mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Mehr als 3 können wir da, glaube ich, nicht hinbringen. Doch. Geht. So, hier wird wieder angesät. Das scheint jetzt gut zu reichen mit der Nahrung, wobei 568. Na, hier brauchen wir natürlich jetzt wieder Wohngebäude. Aber wir haben kein Holz, da brauchen wir gar nicht lamentieren. Kriegen wir nicht. Ich denke, wir werden sogar 3 jetzt hier arbeiten lassen. Plus 90 Speere, das gefällt mir gut.
Okay, wir haben ja auch 315 Garnisonstruppen. Da bin ich mal gespannt. Das könnte sein, dass sie dann in der Schlacht um die Burg automatisch hinzugefügt werden. So. Okay, sie marschieren da. Ah, die können. Ah, alles klar, die können nur den Straßen folgen. Greifen die dann erst Ochsenburg möglicherweise an? Oder sie marschieren einfach nur hier in die Mitte und dann dort und dann dahin? So wird es sein, vermutlich. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit gewonnen, zumal die Schmiede jetzt auch fertiggestellt ist. Das heißt, hier können jetzt auch zwei Leute erstmal wieder rein und dann in der Schmiede arbeiten. Plus 60. Oder nee, wir machen das folgendermaßen. Hier macht ihr die. Und hier macht ihr noch was anderes. Geht mal hier noch auf die Rüstungen. So, 90, 90. Das heißt, wir können dann 90 Speerträger noch bekommen. Ja, und noch ein paar mehr Ritter. Ritter sind immer gut. Oder Schwertkämpfer, besser gesagt. Okay, Eisenmine, das ist ein bisschen ein Problem. Ich würde sagen, da ziehen wir mal einen ab. Ernte dürfte so laufen. Die Frage ist nur, ob wir hier jetzt doch noch einen Wohnraum bauen. Aber wir können mit 177, glaube ich, nichts Vernünftiges bauen. Nee. Insofern bauen wir wieder ein bisschen Steine ab. Gut, das läuft. Wir könnten auch im allergrößten Notfall hier noch schlachten. Das würde auch gut sein. Kein Problem. Hungrige Belagerer. Ava eilt eines Abends mit einer dringenden Nachricht zu Tankred. Eine Nachricht von Rickard. Die Belagerung läuft gut, aber er braucht mehr Vorräte und Rohstoffe. Anscheinend wollen die Rebellen immer noch nicht aufgeben. Niemand weiß, wie lange die Belagerung noch gehen wird. Bitte schick ihm diese Waren nach Holm, so schnell wie möglich. Hungrige Belagerer. Tankred muss einen Wagen mit 500 Weizen nach Holm losschicken. Bevor Runde 13 endet. Okay. Gut, ich würde sagen, wir warten einfach nochmal die Ernte ab. Runde 13 dauert noch. Aber es sieht ganz so aus, als ob es hier demnächst zur Schlacht kommen wird, ne? Das heißt, ich würde sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere Truppen nochmal aufstocken. Die Schwerkämpfer ausheben, ja? Und die Schwertkämpfe auch nochmal. Außerdem können wir unsere Karten vielleicht noch ausbauen. Jawohl. 170 nur, schade. Reicht nicht. So, 287 plus die Garnison. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird, aber ich hoffe. So, die Frage ist, was wir weitermachen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter jetzt mal auf Fernkampf wieder. Und hier hätten wir jetzt, ja, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir sorgen für Wohnraum oder andere Möglichkeit ist, wir bauen hier mal eine Mühle hin, sodass wir in der nächsten Saison dann noch ein bisschen mehr ernten. Aber im Zweifel können wir auch schlachten. Wenn das mit den 500 nicht reicht, können wir auch schlachten. Das ist okay. Wir bauen hier lieber Wohnhäuser. Oder auch hier die Schenke. Ja, wir bauen auch hier die Schenke. Für 500 Einwohner. Super. So, das heißt, wir ziehen einen hier ab, der hier baut. 0 von 5. Also in zwei Runden sollte die schon fertig sein. Der Steinmetz kommt weg. Und vielleicht noch einer von den Rindern.
Ja, das dürfte passen. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, na wohl, die Schlacht dürfte noch nicht starten. Die werden erst hier hinkommen. Obwohl, ich weiß rein technisch nicht, ob das der Beginn der Schlacht ist oder erst, wenn die dann in die Mitte ziehen. Weil ich das nicht weiß und weil die Schlacht sicher wieder aufregend werden wird. Und warum ist hier eigentlich halbe Ration? Was ist denn hier los? Offenbar können wir nur halbe Rationen machen. Warum das denn? Ist das storytechnisch schon festgelegt? Hier haben wir eine normale Ration. Oder liegt es vielleicht daran, weil wir schon zu wenig Nahrung hier haben? Warte mal, wir essen mal die Schafe. Ah, krass. Weil ich die 479 nicht hatte, ist automatisch auf halbe Ration gegangen. Ich verstehe. Pass auf, dann machen wir das tatsächlich mit der halben Ration, werden trotzdem die Schafe schlachten und müssen dringend als nächstes hier eigentlich mal... Wir gucken mal, geht das jetzt schon? Ja, wir haben... Nee, geht nicht. 225 Holz. Das müssen wir mal bauen. Okay, liebe Leute, ich glaube, ich schon mache meine Stimme und wir werden die Schlacht dann in der nächsten Folge erleben. Ich glaube, die wird ein bisschen heftiger werden. Ich bin gespannt. Könnte eine Verteidigungsschlacht hier werden. Bauen wir jetzt noch die Palisade hin? Ah, die wird wahrscheinlich... Ach, kommt. Bauen wir sie noch. Zack. Was? 99? Warum ist das teurer geworden? Das war doch mal weniger, oder? Ah, sukzessiv steigende Kosten. Hier gibt es auch noch Inflation oder was? Ich bin entsetzt. Wie auch immer, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwallen.